Hallo, wir werden uns heute mit dem Kreissektor auseinandersetzen. Sehen wir uns die Eigenschaften des Kreissektors an. Wir haben hier einen großen Teil der Pizza. Das Eck, das hier fehlt, wäre sozusagen unser Kreissektor. Sehen wir uns das Ganze genauer an. In der Mitte der Pizza befindet sich unser Mittelpunkt M. Würden wir zwei Punkte einzeichnen, A und B, wäre der Abstand dieser beiden Punkte zum Mittelpunkt M der Radius. Den Zentriwinkel Alpha unseres Kreissektors sehen wir hier. Der Zentriwinkel wird meistens mit Alpha abgekürzt, muss aber nicht sein. Schlussendlich sehen wir hier die Bogenlänge unseres Kreissektors, sozusagen der Pizzarand unseres Ausschnitts. Fassen wir noch einmal zusammen. Ein Kreissektor ist der Ausschnitt eines Kreises, welcher von zwei Radien, also R und R, und der Bogenlänge B umgrenzt wird. Wie können wir uns nun diese Bogenlänge, ich habe sie hier nochmal in Rot markiert, berechnen? Wie gelangen wir also zur Formel für die Bogenlänge B? Wir kennen die Formel für den Umfang des Kreises. Diese lautet U ist gleich 2 mal R mal Pi. Ein voller Kreis hat einen Winkel von 360 Grad. Würden wir uns nun die Bogenlänge von einem Winkel mit 1 Grad berechnen wollen, so müssten wir den Umfang durch 360 Grad rechnen. Wenn wir nun die Bogenlänge eines Kreissektors, also eines bestimmten Ausschnitts, berechnen möchten, müssen wir diese Formel noch mit unserem Anteil, also Alpha, multiplizieren. Somit B ist gleich 2 mal R mal Pi mal Alpha durch 360. Hier können wir 2 und 360 kürzen und erhalten die Formel für unsere Bogenlänge B von B ist gleich R mal Pi mal Alpha durch 180. Wie können wir uns nun den Flächeninhalt unseres Kreissektors berechnen? Auch hier kennen wir die Formel für den Flächeninhalt eines Kreises schon. Diese lautet A ist gleich R zum Quadrat mal Pi. Auch hier gilt, ein voller Kreis hat einen Winkel von 360 Grad. Möchten wir uns nun den Flächeninhalt eines Kreissektors, wenn Alpha ist gleich 1 Grad, berechnen, so müssten wir den Flächeninhalt R zum Quadrat mal Pi durch 360 dividieren. Möchten wir nun den Flächeninhalt eines Kreissektors berechnen, müssen wir diese Formel wieder mit dem Anteil, den wir haben wollen, also mal Alpha, multiplizieren. Somit erhalten wir unsere Formel für den Kreissektor von A ist gleich R zum Quadrat mal Pi mal Alpha durch 360. Wie sieht es nun mit dem Umfang eines Kreissektors aus? Ich habe den Kreissektor ein wenig nach außen gezogen, um den Umfang des Kreissektors genauer zu sehen. Also, der Umfang ist hier blau gekennzeichnet. Wie gelangen wir nun zur Formel für den Umfang eines Kreissektors? Der Umfang eines Kreissektors setzt sich zusammen aus 2 mal den Radius plus die Bogenlänge. Vereinfacht aufgeschrieben also 2 mal R plus B. Die Formel für den Umfang eines Kreissektors lautet somit U ist gleich 2 mal R plus B. Überprüfen wir nun abschließend euer Wissen mit einem Toto. Ihr kennt den Toto bereits aus dem ersten Einführungsvideo, ich erkläre es aber jedoch gerne nochmal. Ihr habt anschließend 6 Fragen mit jeweils 2 Antwortmöglichkeiten gegeben. Bist du der Meinung, dass Tipp 1, also Antwortmöglichkeit 1, stimmt, so trage dir unten in die Tabelle eine 1. Bist du der Meinung, dass Tipp 2 stimmt, so trage dir eine 2 ein. Stimmen jedoch beide Aussagen oder sind beide falsch, so notiere dir ein X. Versuche bitte nun, diese 6 Fragen zu beantworten. Im Anschluss besprechen wir die Lösungen. Ich blende euch nun die Lösungen ein. Frage 1. Die schwarz gekennzeichnete Fläche nennt man Kreissektor oder auch Kreisausschnitt. Hier kann man beides dazu sagen. Frage 2. Der Umfang des Kreissektors besteht aus 2 Radien und einem Kreisbogen. Hier stimmt also Antwortmöglichkeit 2. Dritte Frage. Die Entfernung von einem Punkt auf der Kreislinie zum Mittelpunkt heißt zweitens Radius. Den Umfang des Kreissektors kann man mit der Formel ... berechnen. Auch hier stimmen beide Antwortmöglichkeiten. Hier wurde einfach 2 mal R durch D ersetzt, da für den Durchmesser ja gilt, dass dieser 2 mal R ist. Fünfte Frage. Die Bogenlänge eines Kreissektors berechnet man mit der Formel. Hier stimmen auch beide Antwortmöglichkeiten. Wenn wir 2 und 360
in der Antwortmöglichkeit 1 kürzen. So erhalten wir b ist gleich r mal pi mal alpha durch 180. Frage 6. Die Formel zur Flächenberechnung des Kreises lautet. Hier stimmt Antwortmöglichkeit 1. A ist gleich r zum Quadrat mal pi mal alpha durch 360. Ich hoffe, ihr konntet diese Fragen jetzt beantworten. Falls ihr hier vielleicht noch etwas Probleme hattet, seht euch das Video gerne erneut an.